Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video, dem letzten Video im Jahr 2018. Yay! Und wir sprechen heute über meine Tops und Flops des Lesejahres 2018. Es wird auch noch einen richtigen Jahresrückblick geben. Der kommt dann irgendwann im Januar. Auch der Lesemonat Dezember wird sich ein kleines bisschen nach hinten verschieben, weil ich jetzt um Weihnachten und Silvester rum und so einfach viel zu tun habe, weil mein Freund und ich wohnen in Sachsen-Anhalt, meine Familie wohnt in Schleswig-Holstein, seine Familie wohnt in Bayern. Wir sind eigentlich nur unterwegs und mega im Stress und wie die meisten von euch wahrscheinlich beschäftigt. Und deswegen werde ich wahrscheinlich um die Zeit nicht so dazu kommen, irgendwas vorzufilmen. Beziehungsweise auch Anfang Januar weiß ich, dass ich da noch viel zu tun habe. Ja, das kurz vorweg. Also ja, richtiger Jahresrückblick kommt auch noch. Aber ich dachte mir, so kann man das ja zumindest ganz gut beenden, dass wir so einen kleinen Jahresrückblick machen und mal über besonders tolle und besonders nicht so gute Bücher reden. Und wir fangen auch gleich an. Und zwar habe ich mir gedacht, wir können das ja eigentlich auch immer abwechselnd machen, wobei ich mehr Tops habe als Flops. Und zwar ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat, war die Anthologie von Fuchsgeistern und Wunderlampen aus dem Drachenmond Verlag. Ich blende euch die Bücher wie immer hier ein, weil ich sie nicht hier vor Ort habe. Das war eine Anthologie mit Märchenadoption, die mir extrem gut gefallen hat, weil es wirklich eine bunte Mischung war. Märchen aus Europa, aus dem Orient, aus Fernost. Lustiges, ernsthaftes, trauriges, märchenhaftes, da ist alles dabei und wirklich sehr gut für zwischendurch immer mal eine Geschichte zu lesen. Hat mir extrem gut gefallen und ich werde mir auf jeden Fall auch die anderen Märchenanthologien noch angucken. Ich habe auch noch eine ausführlichere Rezension zu diesem Buch gemacht und verlinke euch die unten, genauso wie alle anderen Rezensionen, sofern ich sie zu diesen Büchern gedreht habe. Aber ich glaube, dass es tatsächlich zu jedem Buch eine Rezension gibt, was ich euch jetzt nenne. Also die findet ihr alle da unten. Genau. Dann ein Buch, was mir leider nicht so gut gefallen hat, war Schwarzfall von Peter Schwind. Das war auch mit eines der ersten Videos auf diesem Kanal. Und ja, das hat, also die Charaktere waren alle ganz, ganz schrecklich, ganz furchtbar. Das ganze Ausgangsszenario war irgendwie nicht stimmig. Es wird, der Klappentext bauscht übertrieben auf, weil ich dachte, dann geht die Welt unter in diesem Buch. Tatsächlich sind es aber irgendwie nur mal 3 Tage ohne Strom und dann werden die Menschen plötzlich alle hysterisch. Das fand ich auch im Verhältnis dazu viel zu überzogen. Die Charaktere waren mir durch die Bank weg eigentlich alle unsympathisch, bis auf ein oder zwei. Es wird irgendwie viel zu viel über Fäkalien geredet in diesem Buch und allgemein ist das so ein Buch, wo man nach dem Lesen kopfen möchte. So ging es mir jedenfalls. Ich weiß, dass der Autor auch noch andere Bücher schreibt, die anscheinend auch besser ankommen, aber ich bin auch nicht die Einzige, die dieses Buch hier wirklich ganz furchtbar fand. Und ja, mit eines der wirklich schlechtesten, die ich seit langer Zeit gelesen habe. So, wir kommen wieder zu etwas Positiverem. Ach Gott, ich muss diese Tastensperre unbedingt mal irgendwie anders einstellen. Genau. Was mir sehr gut gefallen hat dieses Jahr, war eine ganze Reihe, nämlich die Armani-Reihe von Alvin Hamilton. Das ist ja auch ihr Erstlingswerk gewesen. Und es gibt nicht so viele Reihen, die ich zu Ende lese und vor allem nicht so Schlag auf Schlag, aber diese hier hat mich wirklich gefesselt, weil mir die Welt so super gefallen hat. Nochmal für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, das ist so eine Mischung aus Tausend und eine Nacht und ein bisschen Wild West dabei. Es geht um Genie, es geht um Wüste und ein Mädchen, das in die Rebellion gegen den Sultan reingezogen wird. Und diese Welt hat mich so eingesaugt und ich konnte das richtig fühlen. Diese Wüste und diese ganze Welt, es war so toll. Auch die Charaktere haben mir alle sehr gut gefallen. Nicht alle, es gibt natürlich welche, die man nicht so mag, aber es gibt wahnsinnig viele Charaktere, auch die ganze Hintergrundgeschichte. Zwischendurch gibt es dann immer so Kapitel, wie Märchen erzählt werden, die entweder Sachen erzählen, die jetzt gerade passieren, die in der Zwischenzeit passiert sind, oder Vorgeschichten zu einzelnen Charakteren. Und wirklich eine wahnsinnig tolle Reihe, auch wenn mir der zweite Band nicht so gefallen hat, muss ich sagen. Aber der erste und der dritte Band waren super und das hat mir so gut gefallen und ich bin so froh, diese Reihe gelesen zu haben. Ich habe die wirklich geliebt, die ist richtig cool. Und jeder, der sie noch nicht gelesen hat, ich kann das nur empfehlen, guckt euch diese Reihe unbedingt mal an. Genau, dann wieder ein Buch, was mir nicht so gefallen hat und auch das habe ich euch gezeigt hier, nämlich das war Aura von Clara Benedikt. Das hatte ich im Rahmen einer Leserunde gelesen, das ist also ein Rezensionsexemplar.
Hat mich leider nicht überzeugt, weil man sich eigentlich das ganze Buch über nur über die Protagonistin aufregt. Erstens kann ich mich mit der eh schon mal nicht mehr so identifizieren, weil das halt so ein girly-mäßiger Teenager ist und das war ich halt nie. Und ja gut, und dann hechelt sie die ganze Zeit diesen furchtbaren Typen hinterher, der eigentlich nur blöd zu ihr ist die ganze Zeit. Man weiß auch irgendwie die ganze Zeit, dass er wohl irgendwas verbirgt und irgendwas mit ihr vorhat. Und ja, es gibt am Ende eine Erklärung, aber bis ich da ankomme, habe ich das Buch doch schon dreimal schreiend an die Wand geworfen. Und ich hätte es definitiv nicht zu Ende gelesen, wenn ich nicht gemusst hätte, weil es eine Leserunde war. Ich habe mich da wirklich zum Lesen zwingen müssen. Zum Glück ist das Buch auch nicht allzu lang. Hat mir gar nicht gefallen. Und ich kann absolut nicht verstehen, wie andere Leute dieses Buch gut finden. Es sind sehr, sehr viele Leute, die das Buch genauso schlimm finden wie ich. Es gibt aber tatsächlich welche, die es richtig feiern. Ist für mich nicht nachvollziehbar, vielleicht wenn man wirklich keinen Anspruch hat oder vielleicht wenn man noch, also ohne jetzt jemanden irgendwie offenden zu wollen, ja, wenn es dir gefallen hat, ist das super für dich. Und jedem darf gefallen, was er möchte, ja, so will ich das gar nicht sagen. Aber vielleicht ist es ist halt ein Jugendbuch und vielleicht wenn man noch sehr jung ist und noch nicht so leseerfahren und vielleicht auch schnell zu begeistern oder sowas und noch nicht ganz so kritisch alles hinterfragt, dann kann ich, okay, vielleicht hat man dann seinen Spaß mit dem Buch, aber ich definitiv nicht. Ich fand es ganz grässlich. Und ja, deswegen, es tut mir leid, aber das ich habe mir die 2 Folgebände dann auch nicht mehr angetan. Ich musste mir da schon nur die Inhaltsangabe durchlesen, um mir zu denken, was ist das für ein Blödsinn. Ja, tut mir sehr leid, aber nein, hat mir gar nicht gefallen. Gar nicht. So, wir beschäftigen uns wieder mit etwas Erfreulicherem. Ich bemühe mich kurz zu fassen, denn es ist ein Buch, was ich euch hier schon die letzten Monate permanent um die Ohren gehauen habe. Es ist Das Herz im Glas von Katharina V. Haderer. Ich weiß, ich erwähne es permanent, deshalb fasse ich mich jetzt auch kurz. Es geht hier um die Geschwister Enneketes und Esra, die ein menschliches Herz in einem Glas finden und dann sich in die Stadt Teratalioni begeben, um rauszufinden, was passiert ist, also wer ermordet wurde für dieses Herz, warum und wer dahinter steckt. Und es dauert nicht lange, bis sie in sehr großer Gefahr schweben, weil ihre Nachforschungen nicht unbemerkt bleiben. Das Ganze ist eine Mittelalter-Fantasy-Geschichte, die Protagonisten sind alle so Mitte 20, also würde ich das nicht mehr als Jugendbuch einordnen, auch wenn es teilweise stilistische Teile davon enthält, sage ich mal. Aber es ist auch ein Buch für Erwachsene, für Leute, die halt genau mein Alter haben, also ungefähr. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist unerwartet brutal nach hinten raus im späteren Verlauf. Aber auch sehr, sehr spannend. Die ersten 100 Seiten plätschern ein bisschen vor sich hin, weil da noch nicht so viel passiert, weil die erstmal irgendwo den Anfang finden müssen. Wenn ihr dieses Buch lest und euch am Anfang langweilt, lest weiter, weil danach wird es richtig geil. Und ja, genau. Also ein super Buch, mehr sage ich nicht dazu. Ich würde gerne, aber guckt euch die Rezension an oder irgendein anderes Video der letzten Monate, weil ich es eigentlich permanent erwähne. Ja, so. Das war mein Statement nochmal zum Herz im Glas auf jeden Fall. Mit eines der Jahreshighlights und es ist dafür verantwortlich, dass ich gerade alle Bücher von Katharina V. Haderer suchte, die es ansonsten noch gibt. Ja. So, dann wieder ein Buch, was mir nicht so gefallen hat. Und das war Der Kuss des Tigers. Das ist noch gar nicht so lange her. Hat mich leider nicht überzeugt. Ist ein Jugendbuch. Die Protagonistin ist mir nicht unsympathisch, aber sie passt überhaupt nicht in das Buch. Sie ist mir zu tollpatschig und macht für mich eher die Stimmung kaputt und ich hätte das besser gefunden, wenn es doch in Indien spielt mit einem indischen Mädchen. Das hätte alles 1000-mal besser irgendwie hingehauen. Dann Ren, der Tigerprinz, fand ich auch nicht glaubwürdig und viel zu überzogen dargestellt, viel zu klischeehaft. Dann es hat keine Spannung gegeben, weil der Antagonist gefehlt hat die ganze Zeit. Jetzt müssen da irgendwelche Leute lärmend über den Flur ziehen. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu laut. Ja, wie gesagt, hat mich das gar nicht überzeugt. Es war dann immer mal kurz spannend und dann war das aber auch sofort wieder vorbei. Die Protagonistin fällt ständig in Ohnmacht. Ich verlinke euch auch diese Rezension unten. Ich habe mich in der Rezension sehr über dieses Buch aufgeregt. Ich hoffe, dass das wenigstens einen gewissen Unterhaltungswert hat im Gegensatz zu diesem Buch. Ich gucke mir den zweiten Band nochmal an und hoffe, dass es dann besser wird, jetzt wo es auch mal einen Antagonisten gibt. Aber nein, hat für mich leider, ist es völlig daneben und ja, mal schauen, vielleicht wird es ja noch besser, aber ich habe da Bedenken, wir lassen das mal so auf uns zukommen. Ja, so, jetzt habe ich noch 2 Bücher, die mir gut gefallen haben. Das eine davon ist Das Geheimnis der Muse von Jesse Burton. Da geht es um ein Gemälde, es gibt 2 Handlungsstränge, einmal in den 30er Jahren in Malaga, wo dieses Bild gemalt wird und dann taucht es ein paar Jahrzehnte später in London wieder auf und die beiden Protagonistinnen sind eine junge Frau, die
aus die in den 30ern eigentlich aus London nach Malaga zieht und dann in die Wirren des Krieges hineingezogen wird. Die stürzt sich kopfüber in eine Liebesgeschichte, ist ein bisschen jung und da geht es viel um Emanzipation, weil sie eben malt, aber ihr Vater, der Kunsthändler ist, weiß nichts davon, weil er auch glaubt, dass Frauen keine Kunst schaffen können, weil das können ja nur Männer. Und da geht es viel um Emanzipation, um Erwachsenwerden, um zu sich selbst finden und solche Dinge. Und dann geht es, die andere Protagonistin ist Olivia, heißt sie, meine ich, kommt aus Barbados und ist dann nach London gegangen. Da geht es mehr um Rassismus. Die beiden Frauen sind eigentlich auch sehr gegensätzlich gestrickt, obwohl sie aber dann wieder sich so ähnlich sind und so viel gemeinsam haben. Und mich hat dieses Buch sehr überzeugt. Es hat auch eine sehr überraschende Wendung genommen. Ich fand es auch historisch sehr interessante Settings gewählt, über die man noch nicht, ich zumindest noch nicht viel gelesen habe, noch nicht viel wusste. Und dann auch die Verknüpfung zwischen diesen Handlungssträngen fand ich sehr gut gemacht. Auch dieses Buch hatte ich im Zuge einer Leserunde bekommen und es hat mich sehr begeistert. Fand ich sehr toll gemacht und das kann ich auch nur empfehlen, jedem, der sich vielleicht für mehr geschichtliche Dinge auch interessiert und der sich für Kunst interessiert und eben diese genannten Themen, die da so unterschwellig diskutiert werden. So, und zu guter Letzt, jetzt muss ich nochmal kurz spicken. Wir haben sogar noch zwei. Das eine ist Weißzeit. Das habe ich euch neulich in einem Tag nochmal gezeigt. Ist eine sehr kurze Jugendkriminalgeschichte, die in Schweden spielt. Wunderschönes Cover. Und das spielt in einer schwedischen Stadt, wo alles so ein bisschen runtergekommen und abgefuckt ist. Hat mich von der Atmosphäre sehr an Life is Strange erinnert. Und ich habe mich so wohl gefühlt, weil das ist richtig schön deprimierendes Herbstwetter. Es ist kalt, es ist dunkel, so wo man sich mit einem heißen Kaffee nach drinnen verkriecht. Es wird sehr viel Kaffee getrunken, es wird sehr viel geraucht. Gestört hat mich, dass ständig das Sexualleben der Protagonistin diskutiert wird. Das hätte man jetzt nicht machen müssen, aber alles andere, ich fand das sehr spannend und ging auch sehr schnell durchzulesen. Und die Atmosphäre ist der Hammer. Es ist jetzt die Geschichte, ist es gar nicht, die mich überzeugt hat, es ist die Atmosphäre, die mich so gecatcht hat und die mir so gut gefallen hat. Deswegen wollte ich euch das auch noch mal schnell zeigen, weil das wirklich eine der atmosphärischsten Geschichten war, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und zuletzt haben wir jetzt, wie könnte es anders sein? Das war ja filmreif, genau im Satz abgeschnitten. Also, zu guter Letzt haben wir, wie könnte es anders sein, ein Buch von Celeste Ng, nämlich Kleine Feuer überall. Das ist dieses Jahr ja auch erst erschienen. Und ich habe das geliebt, wie auch schon ihr erstes Buch. Celeste Ng ist meine Lieblingsautorin und ich hoffe, sie schreibt noch ganz, ganz viele Bücher. Ich finde es sehr traurig, dass es erst zwei sind. Hier geht es um Maya und ihre Tochter Pearl. Sie ist Fotografin und zieht mit ihrer Tochter in die Stadt Shaker Heights bei Cleveland, wo sie sich mit den drei Kindern der Familie Richardson anfreundet, also Pearl jetzt. Und ja, dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Dieses Buch beginnt damit, dass das Haus der Familie Richardson niederbrennt und Maya und ihre Tochter sind in der Nacht zuvor aus der Mietwohnung dieser Familie ausgezogen. Und man weiß halt nicht, was passiert ist und wir erfahren das rückwärts. Und es ist wie immer, oder wie auch schon in dem letzten Buch von der Autorin, ein kompliziertes Geflecht zwischenmenschlicher Beziehung. Viele, viele, viele Geheimnisse, die offenbart werden. Dinge, die Menschen voneinander nicht wissen und die dann zu Missverständnissen führen. Und wie immer grandios beobachtet die menschliche Natur und mit einer wundervollen Sprache das Ganze verpackt. Ein wundervolles Buch. Und ich habe keine Ahnung, ob sie im Moment an einem nächsten Buch schreibt und wenn ja, was das für eins sein wird. Ich hoffe sehr, dass sie das tut, denn ich kann es nicht erwarten, noch irgendwas von ihr zu lesen. Das ist so eine Autorin, nach der ich mir die Finger lecke. Und ich liebe ihre Bücher und kann nur jedem empfehlen, sich mal eins davon zu schnappen und zu lesen. Das sind Bücher mit so einem Puzzle-Effekt, die sich halt, wir erfahren am Anfang eine Situation und erfahren dann rückwärts, wie es dazu gekommen ist. Und dann setzen sich viele Dinge wie so ein Puzzle zusammen und sowas liebe ich an Büchern. Das ist richtig cool und richtig ausgefeilt und ja, ein grandioses Buch. Und ja, das war ein sehr kurzes Video, weil das im Grunde waren es jetzt, es gibt ja dazu alles ausführliche Rezensionen. Das war jetzt im Grunde eine Sammlung an Kurzrezensionen, aber das waren meine Highlights und Flops des Jahres 2018. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Silvester, kommt gut ins nächste Jahr, rutscht gut rein. Und dann schauen wir mal, womit wir das nächste Jahr beginnen. Und ja, dann hoffe ich sehr, wir sehen uns auch 2019 wieder auf diesem Kanal. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß bis dahin. Bis dann und macht's gut, meine Lieben. Tschüss!